begonnen. Was? Ihr seid wach? Ach, den Sternen sei Dank. Wir sind wach, Leute. Sammlung aktualisiert. Was? 218 Sammlerstücke freigeschaltet? Sprecht mit Norivane. Abgeschlossen. Seht euch um. VSD. Gut. Sammlerstücke erhalten. Ihr habt Sammlerstücke erhalten. Ihr könnt diese und weitere jederzeit im Sammlungsmenü mit U öffnen. Alt schließen. Inventar. Okay. Alt schließen. Lass das mal klarkommen hier. Das war U. Ihr habt Nachrichten erhalten. Oh Gott. Wir können die Musik mal ein bisschen leiser machen. Warte mal. Musik finde ich ein bisschen laut, oder? Audio. Machen wir so auf 30, oder? Oder war es jetzt nur wegen dem Erwachen? Wie jetzt? Charakter erstellen unter 2 Stunden? Wie geht das? Hast du gesehen? So. Ach, wir stehen so komisch. Upgrades. Gut, da müssen wir uns später drum kümmern. Gucken wir mal, was wir alles haben. Warte mal, ich stelle mich mal hier kurz hin. Ah. Was haben wir denn alles? Klasse Hüter. Klasse Nekromant. Monostil. Falscher Zugriff auf Monostil. Göttliche Strafbehörde. Ihr könnt... Ohne Systems. Ach du Scheiße. Gladiator. Leute. Ach du Heiland. Ach du Heiland. Dr. Haus, moin. Ulrich Plo. Mahlzeit. Grüße. Uiuiui. Toi, toi. Ja, mal sehen. Also, ich würde erstmal das Tutorial spielen und dann gucken wir weiter. Spielst du das dann wieder im Nachtstream? Was für ein Nachtstream? Was meinst du? Ah, die Grafik ist schon geil, ne? Also. Schon sagen. Ich habe alles auf Maximum und es sieht halt wirklich gut aus, ne? Wir sprechen mal mit der guten Dame da. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. In Ordnung? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Direnni. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Ah. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Müssen wir ja wohl, ne? Sonst lässt sie uns nicht raus. Ist irgendwie eine Fanfrage. Aber das Geile in dem Spiel ist, dass alles vertont ist, ne? Das ist richtig cool. So. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. Ja, danke. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Boah, es sieht schon mega geil aus, ne? Also, komm, wir folgen der guten Dame mal. Was wir im Inventar haben, gucken wir später. So. Aber es ist schon echt cool, ne? Guck mal. Grafiktechnisch. Sehr geil. Elder Scrolls von den Fan. Moin. Grüße. So. Wir gucken mal kurz nochmal in dieses Menü rein hier. Upgrades. Wir haben so viele Sachen. Reittiere, Andenken, Besonderes, Aktionen. Ach du Heiland. Ich glaube, da beschäftigen wir uns später echt mit. Wir machen erstmal ein bisschen hier reinkommen, ne? Das wäre auch was für mich. Ja, es ist einmal kaufen, ein Ausrufezeichen Spiel, Leute, und dann könnt ihr zocken. Ist kein Abo-Modell oder so. Das ist echt cool. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe, vom Clan Direnni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Okay. Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Sicher, aber ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen, doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Nichts Unverantwortliches, wenn ihr das meint.
Ich bin ein Mitglied der Sindarill, der Spionagegilde von Clan Direni. Allerdings mehr Gelehrte als Spionen, das versichere ich euch. Ich habe gerade in der Galerie Nachforschungen betrieben und dann... plopp, seid ihr und dieses Monster erschienen. Okay. Die Galerie war immer schon ein Ort von besonderem Interesse für die Gilde, doch wir haben nie ganz herausbekommen, wie sie funktioniert. Trotz der Gefahren ist dies unser bisher größter Durchbruch. Der Gildenmeister wird außer sich vor Freude sein, sofern wir alles unter Kontrolle bekommen. Wärt ihr allzu verdrossen, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe? Wir Direni sind von Natur aus vorsichtig, deshalb hat Balfiera viele Verteidigungsmaßnahmen. Magische Steinwächter schützen viele unserer heiligen Stätten, doch irgendwie hat diese Daedra einen Weg gefunden, sie gegen uns zu wenden. Ach, alles gut. Ist ja nicht schlimm. Alles gut, Leute. Ach, muss ich wirklich? Wenn ich mich richtig an meine Studien erinnere, ist sie eine Ernterin. Eine riesige, schlangenartige Kreatur, die sich von Seelen und Magika ernährt. Wenn sie einen Weg findet, die Energien der Galerie zu verschlingen, haben wir sehr ernsthafte Schwierigkeiten. Okay. Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier eintraf. Nun gut, Wegen all der Türen. Die Galerie ist voller uralter Türen, die jeweils eine arkane Verbindung mit einem Ort in Tamriel oder jenseits davon haben. Okay. Sobald die Tore erwachten, taten sich Risse auf. Ihr seid aus einem von ihnen gefallen. Die Daedra Shiazel fiel aus einem anderen. Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewirkt, euch gepackt und bin geflüchtet, so schnell meine Füße mich tragen konnten. Ich habe die Daedra noch fluchen hören. Dann gab es eine Art Explosion, doch ich habe mich nicht umgedreht. Ich hoffe, die Galerie steht noch. So, lebt wohl. Wir brauchen eine Waffe, ne? Gut, wir gehen mal dahin. Was haben wir denn hier? Schwert nehmen? Ne, Schwert und Schild. Okay, eine Großaxt, Leute. Was haben wir hier? Dolche? Nee, ist nichts für uns. Ein Bogen? Ist auch nichts für uns. Ein Flammenstab oder ein Heilerstab? Also ich würde ein Schild nehmen, Leute, und das Schwert und ein Schild. Gut, man könnte auch eine Großaxt nehmen, aber weiß ich nicht. Eine Großaxt ist, glaube ich, Zweihänder, ne? Bei Axt sehe ich dich. Frage ist, ich würde sagen Schild und Schwert, Leute. Wobei Axt wird auch zu Nordmännern passen, aber gut, es kommt darauf an, wie ihr spielen wollt, ne? Das ist halt das. Das ist eher so Assassin-mäßig, das ist eher so also von Fernkampf. Flammenstab ist gleich irgendwas Magisches und das müsste auch ein Heilerstab sein. Nord, Zweihänder, würde ich auch sagen. Nehmen wir mal eine Großaxt. So, eine Streitaxt. Streitaxt des altmerischen Exilanten. Schaden 1220, Stufe 1. Jo. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl. Ah, wir können die ergänzen. So, das heißt, die Streitaxt. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben. Okay, wir üben erstmal. Wir gucken mal, wie wir mit der Axt klarkommen, Leute. Kannst dich endlich benehmen wie die Axt im Walde. Das stimmt, Jolly. Ah, die Grafik ist echt mega. Und das Coole ist, dass das Spiel komplett vertont ist. Das finde ich halt auch mega gut. Eine solide Keule. Weiß ich nicht. So, Axt, Leute. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet euch, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Wie können wir uns denn bewaffnen? Lasst uns anfangen. Wie bewaffnen? Hä? Der ist gar nicht erklärt? Ah, so. Schnell jetzt. Gut gemacht. Gut. Jetzt schneller. Beeindruckend.
Okay. Schlag, Banner! Brillant! Ah, wir können. Wappnet euch! Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht. Ihr seid ein Naturtalent. Verteidigt euch! Setzt euren schwersten Angriff ein! So geht das. Gut gemacht. Okay. Schützt euch. Schlagt hart zu. Einige Feinde versuchen, euch zu überwältigen. Boah, lol. Ach, der macht einen Doppelschlag. Hey, befreit euch. Hä? Bereitet euch vor. Nochmal, macht euch bereit. Und nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Okay. Jetzt, unterbrecht es. Haltet den Angriff auf. Wenn euer Feind einen Angriff vor... Gut, jetzt vernichtet es. Gut gemacht. Kommt und sprecht einen Moment mit mir. Stufenaufstieg, Leute. So, belebte Person durchsuchen. Fertig als Linie erhalten. Zwei Händer. Okay. Sprech mit Oribane. Kniehosen. Puh, nee, komm. Des Abenteurers. Das können wir Belohnung beanspruchen. Attribut. Okay. Verwendete Fertigkeitspunkte und neue Fähigkeiten freizuschalten. Mit Attributspunkten erhöht ihr eure Magika. Euer Leben und eure Ausdauer. So, wegrennen kannst du schon mal. Sehr gut. Dabei komme ich auch wieder Lust zu zocken. Swaggy, guten Abend. Grüße. Einmal Toaster. Hallöchen. So, beanspruchen. So, Stärkungsmale. Fertigkeitspunkt. Gegenstandsset. Lebensringe. Fertigkeitslinie. Völker. Stufenaufstieg. Okay, wir können in Magika investieren. Leben. Oder Ausdauer. Das ist halt die Sache, ne? Das sind diese Attributspunkte. Und je häufiger wir was machen, desto mehr ja, erreichen wir dadurch, richtig? Ich würde sagen auch Ausdauer. Ausdauer ist ganz gut. Leben wäre aber auch nicht so schlecht. Was haben wir denn? Magika, wird das? Magika, Lebensregeneration, Ausdauerregeneration. Kritische Waffentreffer haben wir 10%. Wir haben einen Punkt, ne? Muss ich das nur bestätigen? Ja, ne? Punkte einsetzen. Sehr gut. Fertigkeitslinien. Erlauben euch, euren Kampfstil nach euren Wünschen anzupassen. Ihr könnt Fähigkeiten auswählen, um zu erfahren, was sie bewirken. Drücke, das können wir freizuschalten. Aktive Fähigkeiten können in euren Schnellleisten ziehen. Drücke 1, 2, 3, 4, um sie nun auszulösen. Passive sind immer aktiv und gewähren euch einen Vorteil zu jeder Zeit. Ultimative Fähigkeiten sind die machtvollsten aller Fähigkeiten und können durch das Drücken von R ausgelöst werden. Warte mal, Shira sitzt schon auf heißen Kohlen. Ah, das soll sich entspannen. Ganz entspannt. Erstmal reinkommen ein bisschen. Ich muss erstmal das Tutorial spielen, damit ich überhaupt erstmal da rauskomme. Okay. Hab ich verstanden. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Rundumschlag. Der ist noch nicht. Ah, ist aber ab Level 12 freigeschaltet. Aktive Fähigkeit ist. Wir haben einen Fertigkeitspunkt, ist die durchschlagende Hiebe. Und die bauen untereinander auf, ne? Das ist der Speer, Speermauer, brennendes Licht, Krieger des Gleichgewichts. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt das freischalten, rein theoretisch, können wir uns das hier auf die 1 legen, richtig? Haben wir. Gut. Dann haben wir das schon mal ready. Kann ich die Waffe denn wieder wegpacken? Ah, das ist das. Okay. Interessant. So. Cool. Sehr gut. E. Mit E? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie kann man die Waffe wieder wegstecken, Leute? Oder verschwindet die von einiger Zeit wieder? Ach, guck mal, wir können auch die Perspektive spielen. Okay. Kannst du auch looten? Ja klar, ich kann jetzt hier, wenn ich möchte, kann ich das mit R alles nehmen. Und das geht.
Wir sprechen mal mit ihr. Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit, loszuziehen. Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, oh, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Ah. Ja, ist schon klar. Okay. Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Mhm. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sehr Sobald gut. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Mhm. Gut. Ich glaube, dass Chiazell, jene dädrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, sich dort eingenistet hat. Also seid bereit für einen Kampf. Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch Nirn von einem Scheusal aus einer anderen Welt zu befreien, kann nicht schaden, oder? Ihr Einfluss besteht vielleicht noch eine Weile fort, doch die Golems sollten bald wieder ihr übliches Verhalten zeigen. Okay. Hoffentlich. Ah, ich will mal ein bisschen üben. Nun gut, trete zurück. Dann rufe ich noch einen Wächter. Ich will erstmal mal ein bisschen testen, Leute, ne? Wir können ja gleich Gas geben, aber komm her. Lasst uns anfangen. Schnell. Erste Klasse. Angriff. Gut gemacht. Angriff. Brillant. Wappnet euch. Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht. Das ist pure Kraft. Blockt den Schlag. Gebt alles, was ihr habt. Ihr seid ein Naturtalent. Echt? Verteidigt auf. Gebt alles, was ihr habt. Einige Feinde versuchen euch zu überwältigen. Schnell, befreit euch. Seid bereit, euch zu befreien. Seid bereit, euch zu befreien. Okay. Unterbrecht das Konstrukt, bevor es zuschlägt. Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Unterbrecht es, bevor es zuschlägt. Okay. Boah, Alter, der haut dir da richtig aus dem Leben. Unterbrecht es. Wenn euer Feind einen Angriff vor... Gut, jetzt vernichtet es. So. Sehr gut. Rang 2 bei Artemischen Speer erreicht. Wir könnten rein theoretisch nochmal das Ganze nehmen. Schön. Gut. Spiel in deiner Geschwindigkeit. Du musst ja klarkommen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Erschild und Schwert zum Üben weiß ich nicht. Also ich finde das mit der Axt schon ganz cool. Die Frage ist, ob das gut ist. Wir können ja auch damit blocken. Im Endeffekt, ich denke, damit bin ich ganz gut. Okay, so. Ich würde sagen, wir gehen los, ne? Machen wir uns auf den Weg. Ein Wort der Warnung. Durch die Hallen vor uns streifen womöglich... Nun zunächst mit einer Tür. Das haben, kennen wir ja schon. Ich glaube, ja. Ich kann es zwar nicht... Dann los. Wir müssen hier durch, ne? Ruin. Let's go, Leute. Auf geht's. Ich muss erst mal klarkommen hier mit dem Ganzen. Eine Uhr, ne? Aber wir können looten, ne? Oh. Angenagter Knochen. Leer. Ah, wir können auch Stealth, ne? Das heißt, wir schleichen. Dietrich, oh, Leute. Kann ich auch Sachen aus dem Inventar einfach droppen? In Chat einfügen, Trödel markieren, zerstören, Hilfe erhalten, okay. Gut. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Ich hätte den schon gerne platt gemacht. Ah, es wird angezeigt, wir sind verborgen. 1000 Türen hier.
schon wirklich geil aus. Also muss ich echt sagen, also grafiktechnisch mega cool. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Das ist die Ausdaueranzeige, ne? Peppy, moin. Nord-Biedenhänder-Bonus. Sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Östlich. Okay. Eisenhänzen. Und noch mehr. Dietrich. Na klar. Erstmal Wasser, Leute. Wasser ist schon mal gut. Wir müssen erstmal looten. Looten ist ganz wichtig. Asche? Nee, brauchen wir nicht. Nee. Was ist das hier? Feuer? Handwerk? Besuche Werkstätten in größeren Orten, um entfernen, wenn man Gegenstände herstellt. Es gibt unterschiedliche Handwerksfähigkeiten, von denen ihr alles erlernen könnt. Okay. Gut. Wanni, moin. Ach, Tobi, meintest du, okay. Dietrich. Dietrich nehme ich mal mit, Leute. Dietriche sind, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir die Fähigkeit später lernen können, aber... Nee, wollen wir nicht. Oh, Jasmin-Tee, Leute. Benötigt Rang 1 Rezepturverbesserung zum Erlernen benutzen. Nehmen wir es mal mit, ne? Würde ich jetzt sagen. Haben ist besser statt brauchen, ne? Oh, da sind Bücher. Ich habe irgendwo gelesen. Ah, die können wir nicht nehmen, schade. Roggen. Hersteller von Getränken. Mitnehmen. Ich will alles mitnehmen. Ja, ja, das ist... Wir werden alles, glaube ich, irgendwie brauchen. Sehr schön. Oh, da sind Golems. Wasser. Haben wir noch irgendwas? Oh, ein Zinnring. Wir können später alles verkaufen, ne? Niemals ohne. Oh, das ist ein Wolf. Gut. Das sind Golems. Was ist mit dem Wolf hier? Dietrich. Oh. Greift er uns an? Oder ist er für uns irrelevant? Schwesenisch. Ist das ein Tiger oder ein Wolf? Sieht aus wie ein Tiger, ne? Ein Taschentiger. Oh. Ist das ein Gegner? Golem-Champion. Ein Champion. Komm her. Ah. Okay. Gut, den haben wir schon mal besiegt. Bei denen kann man nichts looten, ne? Okay, was ist mit den... der passt auf uns auf, oder was? Eine Statue? Echt? Mal gucken. Ah, guck mal da. Wie geil. Das ist eine Statue? Ich weiß nicht. Greift uns an. Jo. Ach, sie heilt uns, ne? Ah, der ist stunned. Okay. Sehr gut. Wir können nichts looten. Schade eigentlich. Gehen wir mal weiter. Ah, komm her hier. Sehr gut. Weiter geht's. Upsi. Oh, also noch mehr. Guck mal. Ach du Scheiße. Sind gleich drei, ne? Wir finden den Schlüsselmacher. Gibt es hier eine Map oder sowas? Oh, ja, hier. Da, finden den Schlüsselmacher. M ist Map. Aktuelle Position ist hier. Ziel setzen. Ah, okay. Wir lassen den mal. Wir pullen den mal jetzt. Komm her.
Ah, wir können auch hinrollen. Und zurück, okay. Läuft. Ohne Champion suchen, ein Jutehut. Okay, wir müssen dahin. Das sind einfach nur so welche. Die können wir nicht zerstören, okay. Gut. Mausrad Third Person. Ich mag keine Third Person, Leute. Ich finde es so schöner. Sehr gut. Mahlzeit. So kann man halt auch spielen, aber ich finde das irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag das eher so. Oh, was ist denn da? Da ist noch einer. Komm her. Wer bist du? Hä? Das ist ein anderer Spieler, oder was? Nehmen wir Asche auch mit. Zinnhalskette. Jo. Ach so, okay. Die können auch schon im Tutorial hier auf mich warten. Dietrich. Ein Eisendolch. Nice. Erstmal alles looten, Leute. Leer, leer. Dietrich. So, sehr cool. Eine Zinnhalskette. Was haben wir hier noch? Erstmal schön alles looten. Da ist auch noch was. Mitnehmen. Bringt alles Geld, ne? So, müssen wir hin. Was ist das? Täglich eine Benachrichtigungen. Okay. Ihr habt eine Belohnung, die ihr beanspruchen könnt. Okay. Oh. Tägliche Belohnungen. Alle 24 Stunden könnt ihr euren Login, die Elder Scrolls Online, kostenlose tägliche Belohnung abholen und für eure Abenteuer beanspruchen. Über diesen Kalender erfahrt ihr, welche Belohnung ihr in diesem Monat erwartet. Oh. Das heißt, wir haben hier Schrifttor des Lernens, Seelensteine, Schneiderhandwerk. Interessant. Okay. Kronenstärkungsmal. Erhöht 2 Stunden lang eure Maximalwerte. 250 Allianzpunkte. Ich würde sagen, wir kaufen uns Gold, oder? Gold ist eigentlich nicht schlecht, ne? Verwenden. Das müssen wir verwenden. Okay. Kronenschriftrolle. Ah, okay. Das heißt, das ist... Ah, okay. Das heißt, wenn ich mich jeden Tag einlogge, einmal am Tag... kann ich dann in 7 Stunden jetzt, ist der nächste Tag, kann ich das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen, richtig? Ah, okay, gut. Kriegen wir hin. Map haben wir hier. Gut, das heißt, nee, nichts kaufen. Ja, ist schon klar. Nein, ich meine nicht kaufen im Sinne von im Shop kaufen, sondern kaufen im Sinne von irgendwas oder irgendwas herstellen oder so. Wie ein Adventskalender. Ah, ja, gut. Ich mag Adventskalender, habe ich das schon erwähnt. Wir nehmen Asche auch mit. Was ist nach vorne noch? Ich würde sagen, wir gehen erstmal durch die Tür hier, ne? Die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Ja, warten so. Drängel doch nicht. Ich muss noch looten hier. Eisenhänzen, okay. Hinein. So. Oh, Leute. Alles mitnehmen hier. Alles looten, ne? Also wird der Loot-Simulator hier. Ginkgo, was ist das denn? Roggen. Urne leer. Ja, wieso kämpfen die da oben schon? Die kann nicht warten, die Frau, ne? Komm. Die ist schon durchgelaufen, ne? Ach, okay, gut. Chagrat Bonebaker, Stardust Pinch. Nun, das ist beunruhigend. Bist du das Marschierer oder was? Reh oder Linksrüstung, okay. Bei Jefres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die ihr gekommen seid, dadurch muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen. Okay. Und wir können nicht weiter. Verdammt. Hm.
Sofern er nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie hat... Nee. Nein, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Okay, gut. Den habe ich in der Schule gefehlt, das kann ich nicht. Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Okay. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Natürlich, aber trödeln wir nicht so lange. Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab, aufgeladen mit reiner und sehr mächtiger Magika. Mhm. Magier verwenden Himmelsscherben bei allerlei Ritualen und Experimenten. Wir, die Renni, nutzen sie als Kraftquelle. Okay. Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ah ja. Ich habe noch keinen kämpfen sehen. Doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles, dem wir uns bisher gestellt haben. Gut. Schön. Das heißt, wir müssen hier wieder raus. Gut, wir gehen wieder raus. Schade. Man fragt sich später immer. Ein Eisengürtel haben wir gefunden. Rohlederriemen. Ah, das müssen wir ausrüsten, gewisse Sachen, oder was? Asche. Geh mal Inventar. Schnellzugriff. Ja gut, das wird schon erklärt. Kuh, halte. Ah. Krone, Schriftrolle des Lernens. Mehr Erfahrung. Ihr haltet 2 Stunden lang 50% mehr Erfahrung aus allen Quellen. Okay, das heißt, Erfahrung bedeutet, wenn ich irgendwelche Leute kämpfe und so weiter, das heißt mehr Erfahrung dafür, oder was? Aus allen Quellen. Diese Zeit verstreicht nur, wenn ihr euch wirklich im Spiel befindet. Ah, okay, das heißt einsetzen. Jo, EP-Schub, okay. Benutzen. Machen wir das mal. Dann skillen wir ein bisschen schneller, ne? Was haben wir sonst hier? Wir könnten auch irgendwas... Haben wir irgendwas Rüstungsmäßiges? Nutzgegenstände. Questgegenstände. Aschennarbe. Todeshund. Lul. Ah, hier. Okay. Gegenstände. Waffenständer. Das heißt, hier können wir alle Sachen ausrüsten, ja? Ah, nochmal Vergleich. Ein Eisengürtel. Okay, gut. Jutehut. Weiß ich nicht. Eine Kniehose des Vergessenen. Stufe 1 benötigt. Ah, guck mal. Das heißt, wir würden da die maximale Ausdauer mit erhöhen, ne? Richtig? Durch ausrüstende Kniehose wird vergessene Abenteuers wird der Gegenstand an euer Konto gebunden. Von mir aus. Oh ja, guck mal, sieht gut aus. Level vergleichen. Ja, ja, ist klar. Magieresistenz. Stufe 2. Verstärkt die Rüstung des Gegenstandes um Stufe 2. Rohlederriemen. Nee, geht runter. Rüstung, Rohlederriemen, nee. Zinnringstufe, was bringt denn ein Zinnring? Gar nichts, ne? Einfach nur optisch. Aber die Rüstung ist besser von dem, ne? Beinlinge des Abenteurers, würde ich sagen. Servus, Mahlzeit, auf ein neues Abenteuer. Yo! Wir spielen Elder Scrolls Online. Erhöht 7%. Warte mal, die Kniehose aber ausgerüstet. Sie hat noch 1592. Sie hat aber 2000 noch was. Die Ausdauer wird verringert, aber das maximale Leben wird erhöht. Ich glaube, das maximale Leben ist, glaube ich, aktuell wichtiger. Deswegen wechseln wir wieder. Jo. Wir sehen trotzdem komisch aus. Die Zinnhalskette bringt nichts. Okay. Wir haben hier Eisenhänzen, Stufe 2. Haben wir noch gar nicht ausgerüstet, ne? Bringt uns ein bisschen Magieresistenz.
Fertigkeitslinie schwere Rüstung erhalten. Sieht ein bisschen affig aus, aber... Ist das gleiche? Ah, das heißt, wenn wir Sachen anlegen, können wir dann dementsprechend auch eine... Sieht ein bisschen aus wie Leggings. Ich finde die jetzt schick, ne? Wir haben ja nichts, Leute, ne? Wir sind ja... Wir haben nichts gehabt. Wir werden auch erstmal nichts besitzen. So, komm, wir gehen mal weiter. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Warte mal. Die Gegenstände schon nehmen. Ui, Leute. Stufe 2. Eisenpanzerschuhe. Ui. Hä? Eine Jutejacke? Stufe 2. Ziel, Mittel, Schaden, schwer haben. Ja, ja. Eisenbeinpanzerschuhe. Lull. Okay. Geht es ja auch sowas wie ein schweres System. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Sachen gut ausgerüstet sind, Bewegung jetzt langsamer oder sowas. Ja, ne? Ziel, Mittelschaden, Schwerleben. Okay. Leichte Magie. Okay. Hm. Das ist Jute Schulterpolster. Rohleder, Eisenpanzer. Müssen sie erstmal einkleiden. Warte mal, wer hat noch? Das sind Panzerschuhe. Ah, es sind verschiedene Sachen. Wams, Schoner. Okay. Hm. Leichte Magie, okay. Ist eine, der Kürass ist eine schwere Rüstung. Aber okay. Nehmen wir es mal mit. So. Handwerksbeutel. Okay, das sind die Handwerksdinge. Okay. Eisen. Was haben wir noch alles hier? Ach, die anderen Sachen kann ich noch nicht anlegen, ne? Oder sind da alle jetzt eingezeichnet? Okay. Guck mal, da gehen wir wieder runter. Stufe 2. Wir haben das besser ausgerüstet. Hosen des Reisenden. Okay. Stufe 1. Nee. Jutehandschuhe. Gehen wir auch runter. Schwer kaiserlich. Da gehen wir hoch. Gut. Das sieht irgendwie alles komisch aus. Sieht eher aus wie bunt gemixt, Leute. Ich weiß es nicht. Das sieht schon böse aus, würde ich sagen.
Kürass ist eine schwere Rüstung. Drei Teile schaltet frei, okay. Was meinst du mit drei Teilen? Eisenbeinschienen. Die sind schlechter, ne? Hier Rüstung angelegt. Drei Teile schaltet frei. Ah, okay. Das heißt, wenn ich drei Teile von einer Richtung quasi freischalte oder von einem, von einer Sache, schalte das Ganze frei oder was? Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Sieht schon böse aus für den Anfang. Vor allen Dingen ist vergessene Abenteuer, sind halt besser. Aber die passen halt besser dazu. Okay. Was haben wir hier oben noch? Kronkiste. Fertigkeiten, okay. Ah, guck mal, durchschlagene Hiebe, hier haben wir geskillt. Da haben wir noch Klassen. Zorn der Morgenröte. Wiederherstellung des Lichts. Ah, Rüstung. Schwere Rüstung. Ah, guck mal. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Das heißt, weil wir die Sachen jetzt tragen, ist das freigeschaltet worden, korrekt? Geht nicht nach Schönheit. Ja, gut. Vorzüge schweres, jedes Teil der schweren Ausrüstung verringert den Waffenangriff in Entschaden um 1. Okay, das sind so passive Geschichten, ne? Okay. Ich weiß, es geht um die Werte, das ist mir schon klar. Nova. Schön, yes. Dann haben wir doch diese Jute. Warte mal, wo war denn diese Buchse da? Hose des Reisenden war es nicht, ne? Nee. Kniesel des vergessenen Abenteurers. Nee, die war es nicht. Kann man das. Warte mal, hier haben wir was, hier haben wir was. Da haben wir. An Schultern haben wir noch gar nichts. Jute Schulterpolster. Ausrüsten. Ui. Sehr gut, haben wir auch. Was brauchen wir denn noch? Helm haben wir. Linker Ringfinger, rechter Ringfinger. Hals, Aufmachung. In die Mitte. Eine mittlere Rüstung oder was? Nee, lass die einfach mal nehmen. Ah, die brauchen wir hier, ne? Ich würde sagen, das passt. Kritische Waffentreffer 10. So, komm, das passt jetzt. So, wir sehen auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Das Gewölbe im Süden. Ah, da müssen wir hin. Na gut, da gehen wir mal hin. Da war ein Waffenständer? Wo? Warte. Wo war da ein Waffenständer? Echt? Waffenständer? Wo? Wo ist denn hier Waffenständer, Bruder? Mehrere? Echt? Hä? Hier was übersehen? Sehe ich die Waffenständer nicht? Ach so. Ja. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Wo du rausgegangen bist? Links? Lol, Leute. Ich bin einfach wieder El Blindo. Mann, Mann, Mann. Komm, wir gehen mal rein. Ach so, ja, gut. Ja.
Ein Blitzstab? Nee. Oh, eine Streitaxt. Ist das die gleiche, die wir auch schon haben? Eisenstreitaxt. Alles mitnehmen. Dolche. Ist aber die gleiche Streitaxt, oder? Gibt alles Geld in Game. Ja, nehmen wir das mit, ne? Das ist ein Blitzstab. Haben wir irgendwas anders? Warte mal. Wir haben Eisendolch, Streitaxt, Eisenstreitaxt. Oh, die ist besser. Stufe 2 sind wir ja. Das heißt, die könnten wir nutzen, ne? Ausrüsten. Eine Magiekraft ging runter, ne? Bei dem einen. Gut, das heißt, das ist besser. Können wir nehmen. Gut, gibt alles Geld. Ja, ist ja gut. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Ja, du wiederholst dich. Dort ist die Himmelsscherbe. Mhm. Also da drüben, ne? Und die Wassereffekte hier. Auch richtig gut. So. Da müssen wir hin. Da ist schon wieder Gegner. Warte mal, hier vorne. Hallo. Komm her. Ah, wir rollen langsamer. Okay, gut. Ist klar, bei schwerer Rüstung. So, Golem-Champion. Oh, Gold. Sehr gut. Jute-Schnäpse. Lederriemen, Eisendolch, okay. Dekorwachs. Gut, klar, schwere Rüstung. Langsamer bewegen, ne? Macht Sinn. Wir nehmen einfach alles mit hier. Asche. Sehr gut. Dietrich. Haben wir hier noch irgendwas? So, ach, guck mal, ist auch noch einer. Da können wir noch mal... So, Rang 3 bei schwerer Rüstung erreicht. Sehr gut. Das können wir nicht mitnehmen. Leer, leer. Olederriem. Sehr gut. Weiter geht's. Wir gehen mal rein. Sehr gut. Was ist denn hier noch? Kyras, Kyras, Beinschienen. Alles mitnehmen. Leute, das ist echt der Loot-Simulator, ne? Ohne Flachs jetzt. Kannst ja... Oh, Rezept. Lootet man echt so viel am Anfang, oder was? Also ich mag halt solche Spiele, wo man lootet, ne? Aber ich habe irgendwann die Angst, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Wir werden reich. Weiß ich nicht. Dort ist sie. Die Himmelsscherbe. Wo? Ach, da. Ah ja, schön. Hm. Grüße, hallo. Komm her hier. Kleiner Mann. Oh, der ist ein bisschen... Reicht aus, ich schlag dann zurück. Ui. Boah, der haut schon ordentlich, ne? Reicht rasch aus, zur Seite. Gargoyle, okay. Bewegt euch. Ach komm. Stufenaufstieg, Leute. Stufe 3. Wir haben den Gargoyle getötet. Oh, Fett, Zinnhalskette und verdorbenes Fell. Köstlich. Beanspruchen. So, Leute. Ein Attribut, ein Fertigkeitspunkt. Ist ja niedlich, der Kleine. Taste 1. Ja, habe ich schon gedrückt, Leute. Alles gut. So. Nächster Meilenstein, Stufe 5. Zwei Attributpunkte, Fertigkeitspunkte. Okay. Ausdauer. Wir haben auch erweiterte Werte. Und haben hier noch... Das haben wir, das haben wir.
Okay, Punkte einsetzen. Klasse. Das heißt, wir können hier... Bei Rang 4 können wir das nächste freischalten, richtig? Was haben wir denn noch? Adirischer Speer. Hiebe. Wurfspeer haben wir ja gar nicht. Fokussieren, Ansturm. Speer, Speer. Ist das vielleicht das Falsche? Muss immer deine Leiste nutzen. Ja, das weiß ich. Gucken wir mal. Jogelitzer, Mahlzeit. Grüße. Das kommt später. Okay. Waffen. Zwei Händler. Berserkerschlag. Ab. Ach ja, ab 50. Hm. Rüstung, schwere Rüstung. Entschlossenheit. Erhöht auch physische Resistenz bei mir. Okay. Ich würde sagen, jo. Ihr habt eine Passivfähigkeit freigeschaltet. Passivfähigkeiten sind immer aktiv und gewähren euch bei Boni dauerhaft. Könnt ihr. Okay, sehr gut. Sehr schön. Kronenstärkungspunkt verschnoppelte. So, wir brauchen jetzt hier diese Scherbe, ne? Wo ist sie denn? Nehmen wir die so lange, ne? Guten Tag. Himmelsscherbe mitnehmen. Speer ist mega wichtig. Ah, okay. Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Ja. Unglaublich. Tja. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Gut. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Ja, dann let's go, ne? Gucken wir mal. Ist da noch ein Gegner? Hallo? Komm her. Ach, dieser Speer ist das, ne? Okay. Erfahrungspunkte gesammelt. Sehr gut. Moin Hasi, Grüße. Wir gehen mal wieder zurück hier. Und schauen mal weiter. Och. Was will sie denn hier? Hallo. Komm her. Mahlzeit, Grüße. Benjamin, danke dir für dein Raid. Ja. So, Rang 4 war Schwerausrüstung erreicht. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Einen wunderschönen, ich grüße euch. Der wollte noch spielen. Ist mir doch egal. Aufs Maul. So. Guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Schön, dass ihr vorbeischaut. Und wir sind noch hier im Tutorial. Komm, die machen wir auch noch Platz. Wir müssen skillen, Leute. Komm her. Hallo. Lol, es geht ja richtig krass. Okay. Mahlzeit. Wunderschönen guten Abend an den Raider. Gleich aufs Maul, ja. Natürlich. Sette sie, moin. Gerade gar nicht gesehen hier im Eifer des Gefechts. So, Leute. Der Moment der Wahrheit. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht. Und schließt das Tor auf. Ja, komm doch ran und erzähl mir das hier vorne. Ui. Ha, ihr habt es geschafft. Unterhalten wir uns. Unterhalten wir uns? Na toll. Na, wie war Wetter? Wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Wir fragen, ob sie einen Rat hat. Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte. Doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin geübt haben. Bleibt in Bewegung, seid treffsicher und nutzt jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Gut. So, Leute, ich würde sagen... Attacke, ne? Sieht aus wie Vulkanierin. Schickt sie zurück ins Vergessen. Ja. Oh, sieht aus wie so eine Hydra. Nice. Die scheint heftig zu sein. Dort und sterbt. Ah ja, okay. Nur mich wird es noch geben. Ah ja,
Das ist dieses komische echsenförmiges Vieh hier. Kniet nieder, Wurm. Ja, ein Spam. Aber wir sind ja ran, ne? Jawohl, das ist down, Leute. Die Baumkuschlerin. Ihr habt es geschafft. Hm? Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Oh, Gold und vererbte Halskette. Besiegt zwei gefährliche Widersacher. Haben wir geschafft, ne? F1, Siegel der Bestrebung. Siegel der Bestrebung. Von Bestrebungen erhaltet ihr Siegel der Bestrebung. Dieser könnt den Abschnitt Siegel im Kronenschopf verwenden, um Gegenstände zu erwerben. Die aktuell in den Kronenkisten verfügbar sind, wird eine Kiste aus dem Kronenshop entfernt. Ändert sich die Angebote für die Auswahl. Siegel bedeutet, dass die Angebote nur für eine bestimmte Zeit gelten. Gegenstände, die ihr bei einem Abschnitt Siegel im Kronenshop erworben habt, könnt ihr nicht handeln, nicht verschenken und auch nicht verwenden. Okay, gut. Bist der Beste? Ach, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich bin der Beste. Bestimmt nicht. Leute. Gibt's 1000 Leute, die spielen das 1000 Mal besser als ich. Ich spiele das zum ersten Mal, aber ich finde, schlag mich ganz gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Klar, muss auch viel lernen hier, aber ich glaube, Ashira betet schon, dass wir gleich hier mal rauskommen. Der langweilt sich wahrscheinlich. Oh, warte mal. Das habe ich irgendwo gelesen. Bücherregale sind super wichtig, oder? Kehschuhe, Schwarzflosse. Müssen wir das lesen? Irgendwas habe ich da gelesen. Hä? Ja, was war mit Büchern, Leute? Was waren nicht nur Bücher, die wir, glaube ich, anwenden können, ne? Aber Bücherregale ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Alle Bücher öffnen. Ich würde auch sagen, ne? Aber es sind ja alles Bücher, die wir hier haben. Bücherregal. Das ist die ganze Geschichte. Ey, wir könnten uns das alles durchlesen hier, ne? Wow. Bei allen Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Oh, ist kaputt. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Okay, wir gehen mal runter. Da ist irgendwas kaputt, Leute. Da ist irgendwas kaputt. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, wie viele Buchregale es hier gibt. Ist auch so ein Streamer-Mythos. Wie, du kannst lesen? Ach komm! Sky, da stehe ich einfach nicht. Einfach eine Frechheit, ne? So, wir gehen mal hier runter. Müssen wir hier hin? Ja, ne? Jo. Da ist die Galerie des Schlüsselmachers. Looten. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Hm. Ich auch. Angenagte Knochen. Die ist ein bisschen kaputt, jetzt verstehe ne? Verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich.
Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Sehr gut. Vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Sehr gut. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Aha. So, Leute. Wie kann man Screenshots hier im Spiel machen? Gibt's da Kurztasten oder gibt's da Menü oder kann man da irgendwas machen, Leute? Wir können in jedes Tor gehen. Drucken. Ja gut, aber das speichert ja auch Marschierer. In irgendeinem Verzeichnis oder was? Das speichert der dann auch oder was? Wir löschen uns Stefan, wenn Stefan eine Ananas-Pizza im Stream ist. Ah, okay, sehr gut. Gut, wir sprechen mal kurz mit ihr. Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Es läuft nicht über Steam aktuell. Nee, ich habe das direkt über Bethesda gekauft. Wo bin ich hier gelandet? Braindead, Mahlzeit, Grüße. Die Galerie des Schlüsselmeisters ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Okay. Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht einen Retter. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Okay. Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand eines Helden brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. So, okay. Die Galerie Schüssmacher hat ihre Tür im Winkel geöffnet. Ihr erhaltet einmal Kassette des Abenteurers, einen Fertigkeitspunkt und Seelenmagie-Quest abschließen. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Das wissen wir noch nicht. Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags von einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. Mhm. Sehr gut. Was? Ich? Nein, ich habe zu tun. Die Sindarill werden wollen, dass hier alles durchsucht und untersucht wird. Da ich die Entdeckerin war, werde ich diese Bemühungen wahrscheinlich auch leiten. Abenteuer in der Ferne sind ja gut und schön. Doch mein Platz ist hier. Okay, gut. Nun, Schicksal ist eine plumpe Beschreibung dafür, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Ehrlich gesagt werden wir wohl nie erfahren, warum ihr erwählt wurdet. Doch ich glaube, es steht weiß ich auch dahinter. Nicht. Ich weiß es nicht. Ob es nun die Sterne, die Galerie oder der Turm selbst sind, hat euch aus einem Grund hierher geführt. Mhm. Vielleicht ist sie euch gefolgt, um zu verhindern, dass ihr eure... Nun, Bestimmung klingt ein wenig zu pompös. Pompös? Halber Glügler. Dass ihr euer Potenzial verwirklicht. Dann wiederum hat euch die Macht dieses Ortes vielleicht hierher gebracht, um Shia zu... Danke, Dr. Haus. Danke, Dr. Haus. Ja, ist richtig. Gut. Wahrscheinlich nicht. Doch was ist das Leben ohne unbeantwortete Fragen? Langweilig, wenn ihr meine Meinung wissen wollt. Ha, eine Elfin kann hoffen. Diese Frage zu beantworten wird mich wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre noch beschäftigen. Ist die Helix mit dem Adamantturm verbunden? Wie kann sie die fernen Ecken Tamriels wahrnehmen? Ich werde das wohl nie begreifen, doch ich tue mein Bestes. So, wir fragen sie mal, wo wir hingehen sollen. Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Ich werde jenseits. Wir können ja mal ins Allianzgebiet reisen. Hervorragend. Ihr könntet nach Stros Mackay im Dolchsturzbündnis, auf eine Insel namens Kenatis Rast, auf die das Altmeri-Dominion den Blick gerichtet hat. Oder in die Domäne des Ebenherzpakts reisen. Okay. Ebenherzpakt.
nach Altmeri Dominion. Okay, ist ja nicht schlecht. Ich kann es euch nicht verdenken. Die Intrigen zwischen den Provinzen sind die Grundlage meiner ganzen Gilde. Und selbst ich finde sie nach einer gewissen Zeit ermüdend. Ich schätze, das erweitert die Möglichkeiten etwas. Nun, wie ich schon sagte, sprießen die Bedrohungen für Tamriel überall wie Pilze aus dem Boden. Würdet ihr lieber Zeit mit Elfen wie mir, den Khajiit von Elsweyr, oder Menschen aus dem Norden und dem Süden verbringen? Gewiss doch, eines dieser Tore scheint ins westliche Himmelsrand zu führen. Ein abgeschottetes Königreich der Nord, das von König Swagr. Ja, bestimmt. Ostdeutschland, moin. Führt nach Dunkelforst an der Südspitze von Cyrodiil. Dort herrschen kaiserliche Überbleibsel. Die Nord des westlichen Himmelsrands sind ungastlich, um es gelinde zu sagen. Trotzdem konnten wir ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich habe Berichte über vermehrte vampirische Umtriebe in der Gegend gelesen. Vampire? Das ist nie ein gutes Zeichen. Okay. Man braucht standhafte Abenteurer, um damit fertig zu werden. Mhm. Gut, da wollen wir nicht hin. Laut unseren Spionen ist das Land der Katzenwesen in schlechter Verfassung. Eine Kaiserliche mit ihrem verbleibenden Gefolge sitzt auf dem Thron und ein Schwarm Drachen ist aus den Kolosshallen hervorgebrochen, der nun alles auf seinem Weg niederbrennt. Schön. Wenn ihr Abenteuer sucht, werdet ihr sie dort finden. Gut, okay. So, wir haben mehrere Möglichkeiten hier, ne? Kassette bekommen, wir haben wieder Fertigkeitspunkte bekommen oder Fähigkeitspunkte. Wir haben klares Wasser, Dekorwachs, Lösungsmittelkenntnisse. So, was haben wir denn hier oben? Wir gucken einmal dadurch. Kronkisten, gut. Wohl an und viel Glück euch. Wollen wir nicht. Nein, wir wollen nichts kaufen. Möge das Glück euch begleiten. Okay, was haben wir hier? Hier ist das Inventar. Da sind wir drin. Was haben wir hier noch Neues? Gegenstände. Okay. Material. Das ist schwächer, schwächer, schwächer. Okay. Fertigkeit. So. Entschlossenheit haben wir 1 von 3. Rüstung, Waffen, 2 Händler. Berserker kommt erst ab 50. Okay, brauchen wir nicht. Adirischen Speer. Durchdringender Wurfspeer könnten wir machen, wa? So, das heißt, wir haben auf 2 ausgerüstet. Heißt, je mehr wir den anwenden, desto höher wird es geskillt, ne? War doch irgendwie so. Ich mache mir mal einen Kaffee. Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Wir machen auch erstmal eine Pause, Leute. Würde ich jetzt sagen.